Willkommen zur zweiten Vorlesung Architekturtheorie 1. Unter dem Motto dieses Semester From Pop to Canon, the Contrapposto Pose. Wir haben in der ersten Vorlesung vor 2 Wochen uns ein bisschen darauf konzentriert, wie man, also was für einen Zeitbezug wir mit Pop und Popkultur verbinden. Und herausgestellt, dass es um eine starke Intensivierung der geteilten Gegenwart geht. Also dass man eigentlich versucht, von Tradition, von Erinnerung und so weiter Abstand zu nehmen. Darum die Figur des Kanons wieder anders anzuschauen, der neu zu begegnen. Und in der Vorlesung heute soll dies vor allem darüber geschehen, dass der Kanon in Bezug zu den Künsten als Ausbildung, also es heißt Trivium und Quadrivium, die Renaissance-Bildung, das Modell der Renaissance-Bildung, was aber auf die Antike zurückgeht und was sehr interessante Drehungen erfahren hat über die Zeit, die eben für dieses Interesse mit, wie wir zum Pop etwas Distanz kriegen können, für Theorie, weil Theorie notwendigerweise immer heißt, dass man einen Schritt zurück macht und nicht unmittelbar partizipiert an einer geteilten Gegenwart, wie man dafür eine neue, nicht eine Perspektive, sondern eine Haltung finden kann. Es geht also in der heutigen Sitzung um den Kanon der Künste im Verhältnis zur Sprache der Architektur. Und zwar will ich gerne als Referenztext die Einleitung nehmen von Samir Younes, der Quatremer de Quincy's Historical Dictionary für die Architektur vor relativ kurzer Zeit neu herausgegeben hat. Und in diesem Text, in dieser Tradition auch mit einer Sprache, die für die Architektur geclaimed wird, von Quatremer de Quincy. Das ist eine der wichtigsten Aufklärungsfiguren. Können wir sehr viele größere Bewegungen durchdeklinieren und in ein größeres zeitgeschichtliches Verhältnis stellen. Wir haben letztes Mal schon gesehen, dass der Ausgangspunkt für diesen Zugang beim Quatremer de Quincy eigentlich derjenige ist, dass er sagt, the object of all theory is to teach. Ja? Also es geht in der Theorie darum, zu lehren. Und was wir versucht haben herauszuarbeiten letztes Mal, ist, dass wir über dieses Lehren nachdenken wollen, so dass es nicht direkt sich übersetzt, so ich will jemandem etwas lehren, sondern dass es eigentlich darum geht, das Lehren selber als Objekt, also als etwas, was herausgearbeitet, was gepflegt, was differenziert werden kann, was sich entwickeln kann. Also das Lehren selbst als Tätigkeit, to teach. Ja? Damit hat nämlich die Theorie eine Art Funktion, könnte man sagen, und ist aber in dieser Funktion selbstbezüglich. Und das gibt eine interessante Dynamik in Bezug zur Zeit. Quatremer de Quincy geht weiter und sagt, there is on every subject a limit to all reasoning. Ja. Und dieser Satz ist auch wichtig, weil man sagt, ein Subjekt jetzt hier, das heißt ein Gegenstandsgebiet. Wir werden in der Vorlesung nächstes Mal speziell auf den Unterschied zwischen verschiedenen Formaten wie Enzyklopädie, ein Lexikon, ein Thesaurus und so weiter eingehen, weil dort immer andere Theorien am Werk sind davon, was ein Wort ist oder was Sprache ist. Und einer der wichtigsten Unterschiede ist, dass man sagt, in einer Enzyklopädie wird ein Gegenstandsgebiet organisiert, also a field or a subject, während in einem Wörterbuch Worte expliziert werden. Also nicht in Bezug zu einem Gegenstandsgebiet, sondern in Bezug zu einer Weise, wie man richtig spricht. Und der Unterschied ist wichtig, weil nämlich bei einer Enzyklopädie es immer eine Architektonik braucht. Das ist der Begriff, der hier immer verwendet wird. Eine Architektonik, das heißt eine Art Klassifikationssystem oder ein Ordnungssystem. Wie denn diese Felder sich überhaupt kartieren lassen? Also wie die
nebeneinander zu liegen kommen, wie die in einer bestimmten Hierarchie stehen sollen und so weiter. Das heißt, in jeder Enzyklopädie ist gewissermaßen immer eine kosmische oder eine kosmologische Ordnung repräsentiert. Aber das wollen wir nächstes Mal herausarbeiten. Es ist aber wichtig für Gadamer de Quincy, um seinen Zugang zu verstehen, weil er spricht in der gleichen Zeit, wo Denis Diderot und D'Alembert die große Enzyklopädie der Aufklärung schaffen, ein Lexikon. Und der Grundgedanke dabei ist zu sagen, die Architektur selber findet keinen adäquaten Platz in der Ordnung, die die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert gewählt hat. Das heißt, Gadamer de Quincy schreibt dieses Buch und sagt, die Architektur steht außerhalb von dem Kreis des Wissens, den die Enzyklopädie verwaltet. Wir haben eine Unabhängigkeit. Und deswegen, oder damit kann er sagen, es gibt eine Sprache, die ganz spezifisch für die Architektur ist. Und diese Architektursprache, das muss man sich sehr klar verdeutlichen, die steht in seiner Vorstellung gegenüber. Also die gesamte Wissenschaft, wo auch die Künste bei ihm dazugehören, und dann gibt es die Architektur. Die Frage wird sich natürlich stellen, wie er denn dieses Lexikon organisiert. Weil er kann das nicht einfach alphabetisch machen. Er muss ja die Begriffe auswählen, die überhaupt wichtig sein sollen in einer Sprache der Architektur. Und um diese Begriffe auszuwählen, ist der folgende Gedankengang wichtig. Er sagt, there is a limit to all reasoning, also alles, was vernünftig verstanden werden kann, ist begrenzt. Das heißt, nicht alles kann vernünftig verstanden werden. Und diese Grenze, sagt er, das ist die mathematische Linie. Die mathematische Linie ist the region of the imaginary. It is where reason quits us and whither none can follow us. Ja. Also diese Begrenztheit von dem, was man wissen kann, wird durch die mathematische Linie gezogen. Und es ist klar, dass die mathematische Linie selber keine fixe Linie ist. Die Mathematik setzt sich ja im Kern mit Unendlichkeit und Unendlichkeiten auseinander. Aber wenn man über diese Linie geht, dann können wir nicht mehr sagen, wir handeln vernünftig, sondern wir wären dann kreativ oder eben erfinderisch. Das ist der Begriff, den er stark machen wird. Das heißt, wir handeln erfinderisch. Die Vernunft kann nicht folgen und das heißt, auch die anderen können uns nicht folgen, wenn wir so sprechen. Aber genau das Recht darauf, so zu sprechen, ist es, was Gadamer de Quincy für diese spezifische Architektursprache einfordert. Ihm ist hier bewusst, dass das ein gefährliches Unternehmen ist. Er sagt, this line, the mathematical line, it is also that of Icarus, where the wings of the mind too frequently abandon him. Icarus, der Sohn von Daedalus, auf Daedalus kommen wir gleich noch, ein Erfinder, einer der bekanntesten Erfinder der Antike, ein Mechaniker, aber auch der Vater, so sagt man, der Architektur, hat Flügel gebaut und wollte zur Sonne fliegen und ist mit seinem Sohn zu nahe an die Sonne geraten, die Flügel sind verbrannt und sie sind beide abgestürzt. Was ich aber jetzt vorschlagen möchte als Schema im Moment, wir sind dabei vorzubereiten, wie wir dann genauer schauen können, was im Text passiert, eine Analogie zu machen, und zwar zu einer Idee, die bei Vitruv tragend ist. Vitruv mit seiner Architekturtheorie sagt erstens, die Architektur ist eine Enzyklopädie, das heißt, es ist ein Kreis, wo alles Wissen seinen Ausdruck findet, und wo alle Menschen in der Öffentlichkeit Wissen lernen können, was man wissen kann zu einer Zeit. Das ist die Grundidee bei Vitruv. Architektur als Enzyklopädie. Auch das kommt nächstes Mal vertieft. Aber um das zu verstehen, bringt er diese beiden Begriffe ins Spiel, indem er nämlich sagt, die Architektur ist immer sowohl ein Tun, eine Fabrika, wie auch eine Theorie. Und diese Theorie oder der Bezug zur Theorie jetzt beim Vitruv,
Das möchte ich gerne in Bezug stellen zu dem, was Gadamer de Quincy die mathematische Linie nennt. Und das, was bei Vitruv als Fabrika benannt wird, würde ich gerne in Analogie stellen zu dem, was bei Gadamer de Quincy dem Bereich der Künste zugeordnet wird. Ich habe hier zwei Diagramme aus einer jüngeren Publikation von Günter Fischer. Wir werden darauf nicht sehr deutlich eingehen, aber das Buch kann ich sehr empfehlen, wenn Sie diese Diskurse interessieren. Es ist nämlich im Kern eine neue Übersetzung. Und es ist jetzt nicht so, dass die Übersetzungen vorher wirklich falsch waren, aber es ist so, dass ein anderes Paradigma sich darin ausdrückt. Was Günter Fischer herausarbeitet, ist, dass unser Blick auf Vitruv verstellt ist und wir ihn eigentlich neu denken müssen, das heißt, seine Worte, die lateinischen Quellen, die wir haben, wieder aus unserer Gegenwart heraus neu lesen. Das macht er in dieser Publikation und er hat da drin zwei Modelle, wo er sagt, was ist eigentlich Architektur? Oder wie hat man, wie denkt man darüber, wenn man versucht zu sagen, was ist das Feld der Architektur? Was ist Architektur? Das erste Modell, was er vorschlägt, jenes am oberen Bildrand, unterscheidet unter der Architektur, ganz im Sinne von dieser Theoria und Fabrica, einmal Architektur als Fach und einmal Architektur, was Ergebnisse erzeugt. Ja, also was sich manifestiert, was sich quasi nicht in einem Denken oder in einem Sprechen, in einem Schreiben manifestiert, sondern real wird. Und dieses Ergebnis der Architektur, das ist in drei verschiedene Bereiche gegliedert. Einmal das Bauen, dann die Architektur und dann die Baukunst. Wenn man durch die Geschichte der Architekturtheorie geht und schaut, wie die Leute gedacht haben, wie sie das geordnet haben, dann dreht sich fast alle Differenz immer darum, um diese drei Begriffe. Also ist Architektur immer Baukunst? Ist jedes Bauen Architektur? Oder kann Bauen selber Kunst sein? Das sind Dispositionen, wie man das Selbstverständnis unterschiedlich denken kann. Fischer stellt uns sein eigenes vor. Und das ist das zweite Diagramm, was Sie im unteren Rand sehen. Und er macht jetzt eine Art Stammbaum, die sich immer weiter verästelt, macht er eine Art Quadrierung und sagt, Architektur gliedert sich einmal in das Fach, Theoria, einmal in das Ergebnis. Die Kriterien für das Ergebnis, so sagt er, können wir vernünftigerweise von Vitruv nehmen, das heißt Firmitas Utilitas Venustas, müssen dieses Ergebnis beschreiben können und es gehört dazu, dass in diesen Begriffen Firmitas Utilitas Venustas sowohl die Kunst wie auch die Technik, also wie auch das Handwerk und das Bauen selbst einfließen, aber nicht in einer Weise, die sich feststellen ließe in einer bestimmten Hierarchie oder in einer bestimmten Klassifikation. Das heißt, es ist sowas wie, die Architektur wird immer durchströmt davon, dass einerseits Einflüsse aus Kunst und aus dem Handwerk kommen. Und durch dieses Durchströmen kann die Architektur sich als Fach ständig weiterentwickeln, selber reflektieren, neu erfinden und die Ergebnisse, also die gebaute Architektur, obwohl sie ständig eigentlich in einer Erneuerung ist, etabliert einen Korpus, also etabliert einen Zusammenhang, eine Geschichte, eine Art Systematizität, ohne dass man je daraus wirklich heraustreten könnte und sagen würde, das System, mit dem wir Architektur präzise denken können, ist das oder das oder das. Ja, sondern es ist eine Art Realismus, es ist ein realistischer Zugang. Und als solches grenzt er jetzt quasi die beiden Extrempunkte von dieser Kontinuität, nämlich einmal das Handwerk und einmal die Kunst oder das Bauen als Kunst, aus dem strikten Feld von dem, was er Architektur nennt, aus und sagt, das sind Einflussgrößen, die sind im Kern und wesentlich für die Architektur, aber sie selber gehören nicht zum Feld der Architektur. So. Nach diesem Modell
nicht nur nach diesem, sondern quasi nach der Struktur von solchen Modellen, können Sie sich erschließen, wie durch die Jahrhunderte die Leute ja, im Abstrakten sehr kreativ eigentlich neu geordnet haben, was man verstehen kann unter der Architektur. Ich wollte das hier nur als Anregung Ihnen zeigen, weil Sie sich sicher oder vielleicht fragen, warum man denn nicht ganz pragmatisch über Architektur reden kann oder warum man denn nicht primär ästhetisch über die Architektur reden kann. Ja, also diese ganze, eine gewisse Ungeduld mit einer Art Unreinheit von der Theorie. Ja, das Schöne an diesen Konstellationen ist eben, dass diese Art von Unreinheit, also dass immer ganz vieles sich mischt und zusammenfließt, ohne dass es wirklich geklärt und separiert werden könnte, im Wesen von Architektur steht. Und das sieht auch Quatremer de Quincy so. Das heißt, diese Metapher, die uns allen ja sehr geläufig ist, aber die irgendwie auch fast schon nichtssagend ist, weil sie so allgemein ist, dass nämlich das Bauen und das Bilden oder die Ausbildung und das Ordnen im Raum wirklich mit einer humanistischen Idee auch des Bildens von uns selbst, also der Bildung, des Weltbezugs zu tun hat. Das ist hier im Kern immer überall drin. Und was dahinter steht, ist eben dieser neuere Zugang zum Kanon, den ich jetzt kurz etwas erläutern möchte, bevor wir dann Quatremer de Quincy genauer anschauen. Der Begriff des Kanons, der kommt aus der Skulptur ursprünglich und bezeichnet eigentlich einen Übergang, wie man angefangen hat, Skulpturen oder wie die Menschen angefangen haben, sich selber in Skulpturen darzustellen. Ja, also ganz lange Zeit war es so, dass die Skulpturen ein bisschen ähnlich wie die Bronzeplastik, die hier auf der linken Seite steht, in einer Frontalperspektive und sehr steif und gerade dastehen. Auch die Arme gar nicht bewegen und so weiter. Und diese Art von Proportion, also der Kanon in diesem Sinn in der Skulptur, hat ganz viel mit Proportion zu tun. Das heißt mit rationalen Verhältnissen. Rationale Verhältnisse hat man ja, seit sehr, sehr langer Zeit immer aus dem menschlichen Körper hergeleitet. Und zwar nicht so sehr, weil man sagen wollte, der Mensch ist das Wichtigste und alles muss ihm gemäß sein, sondern weil unser Körper, nicht nur unser, eigentlich viele Körper, eine Art prototypisches Modell sind für Symmetrien. Ja, also wir haben von fast allem zwei, die in Verhältnissen zueinander stehen. Das heißt, wir können zwei Arme, also zwei Dinge, die gleich sind im Verhältnis zueinander, ins Verhältnis von anderen Dingen, die gleich sind, setzen und daraus eine immanente Maßeinheit gewinnen. Ja. Also das ist das proportionale Denken, was nicht einen Maßstab von außen anwenden muss, sondern was aus der Symmetrie heraus einen Maßstab erfinden kann. Und in diesem Sinn waren auch die Skulpturen und die Plastiken so wichtig, weil sich an der Geschichte der Plastiken dieses Denken, die Tradition, die Geschichte der Massverhältnisse ablesen lassen. Und was jetzt in der griechischen Antike passiert ist, im 6., 5., 4. Jahrhundert, ist, dass man angefangen hat, dieses menschliche Abbild als Skulptur nicht mehr primär aus einer Symmetrie heraus zu gestalten, sondern man hat die Symmetrien kodiert, das heißt in einer abstrakteren Weise, schriftlich, mathematisch, und aus dieser Distanz, also dass man die Symmetrien, die man, also die proportionalen Verhältnisse, die man dann mit Zahlen benennen kann, dass man die in eine Kodierung gebracht hat, hat zum Effekt gehabt, dass man rechnen konnte,
wie eine Figur dastehen soll. Und durch dieses Rechnen konnte man plötzlich erstens viel, viel menschlicher und viel, viel realistischer die Körper modellieren. Das heißt, es wurde plötzlich möglich, Posen, also Gesten, die Figur, die Bronzenfigur, die Sie sehen, ist eine der ersten, die anfängt, eine gestische Sprache zu sprechen, also die Arme und dann auch der eine Fuß, der schon ein bisschen in ein Ungleichgewicht, noch nicht ganz in das, was man eine Kontrapost-Haltung nennt, aber es ist nicht mehr so steif, es wird realistischer. Dann die kleine Figur in der Mitte, das ist bei dem, was man heute weiß, die erste Figur, die als Kontrapost, also in einem balancierten Gleichgewicht, man könnte sagen, in einer delikaten Balance gehalten wird. Und dann die bekannte Figur von Polyclate, das ist die Figur in der Mitte, der schon sehr ausdrucksstark aus diesem neuen Kanon schöpft. Polyclate hat den Begriff geprägt, er hat gleichzeitig zu dieser Figur einen Traktat geschrieben, wo er das alles überliefert hat. Dieser Text ist uns nicht erhalten, aber es gibt eine ganze Tradition von Leuten, die geschrieben haben, die sich immer auf ihn beziehen. Also von daher kommt eigentlich dieser Begriff. Ja, und jetzt könnte man sagen, und das würde ich Ihnen eigentlich gerne nahelegen, dass sowas wie eine organische Ordnung immer aus einer Symmetrie heraus verstanden werden kann. Das ist das eine. Dass eine solche Ordnung nicht so sehr entweder richtig oder falsch ist, weil die Mimesis, also quasi das Nachahmen des Körpers, auch abstrakte Ideen beinhaltet. Ja, also in der griechischen Plastik zum Beispiel wurde es dann in einer späteren Zeit gar nicht mehr so wünschenswert, realistisch zu sein in der Darstellung, sondern man hat dann angefangen, Ideale oder auch komplexere Stimmungen und Verhältnisse darzustellen. Also nicht so sehr so nahe wie möglich ein Abbild zu machen, sondern eine Ausdruckskraft spielen zu lassen, die immer in Bezug steht zu einer Realität, aber die gleichzeitig immer aktiv artikuliert wird. Ich habe Ihnen hier auf diesem Slide den Link zu einem Podcast, was ich sehr empfehlen kann, sich da ein bisschen umzuschauen. Es sind kurze Vorträge von einem Bildhauer, der heute lebt in Florenz und den interessanten Blog gestaltet hat mit dem Titel Das Begräbnis des Bildhauers. Und diese Geste ist extrem interessant, weil nämlich mit der Tradition des Kanons, um die es hier geht, die Figur im Zentrum steht. Die Figur und das Figurative. Und das ist ähnlich oder parallel zum Kanon eigentlich fast alles, was wir zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich nicht mehr wollen. Ja? Also weg vom Figurativen oder weg von der Figur hin zum Figurativen und zu einer Ausdruckskraft. Für die aber dieser Hintergrund wichtig ist. Wenn wir jetzt denken, was wir an einem Begräbnis, was sich da stellt als Haltung, ist ja immer, wie kann das, was jetzt nicht mehr da ist, präsent gehalten werden? Also wie ist etwas zu erinnern? Ja, das ist eine ethische Frage, also nicht eine, die historisch geklärt werden kann. Nur weil man eine Geschichte zeichnet, kann man nicht adäquat sich in ein Verhältnis stellen dazu. Und diesen Kontext eröffnet ihr jetzt für den Umgang mit dem Kanon. The Sculptor's Funeral. Wir werden in einer späteren Sitzung, denke ich, diese Tradition noch einmal genauer aufgreifen. Was uns jetzt aber interessiert ist, was es denn bedeutet, wenn diese Tradition des Körpers als Quelle von Messen, von Verhältnismäßigkeiten,
aus der Skulptur in die Künste im Allgemeinen wandert. Weil das ist nämlich, was passiert ist mit dieser zusätzlichen, mit dieser immer größeren Realitätsnähe, die die Skulptur erreichen konnte. Ja, also man hat angefangen zu sehen, okay, wir können die Skulptur selber nicht mehr nur als Abbild, sondern als Vorbild nehmen. Und natürlich sind die Figuren, die meistens in Skulpturen eingefangen sind, Götter gewesen, Helden gewesen. Und mit diesem immer weiterentwickelten technischen Können, ein Abbild zu machen oder den Menschen zu beschreiben, hat sich auch, so kann man das zumindest verstehen oder anschauen, man muss nicht, aber man kann, hat sich auch eine größere Entwicklung ergeben, dass der Mensch überhaupt dadurch, dass er sich beschreibt, sich selber auch formt. Ja, das ist die Grundidee der Bildung. Und Polykleit im 5. Jahrhundert war fast Zeitgenosse von Platon, von Aristoteles, von der Philosophie, wie man heute sagt, Anfang der Philosophie, wo diese Bildung, politisch extrem wichtig geworden ist. Das heißt, die Tradition der Demokratie, die auf die Griechen zurückgeht, lebt eigentlich davon, dass Bildung, die alle Leute, wobei das alle sehr relativ ist, das sind vor allem die freien Bürger gemeint, zu der Zeit damals, in einen Stand bringen kann, Verantwortung für die gesamte Stadt zu tragen. So, das ist die große Bewegung. Und das heißt natürlich, dass die Bildung quasi einen Trieb fördern muss bei Menschen, über sich hinauswachsen zu wollen. Das heißt, sich an Vorbildern zu orientieren. Also sie nicht nur zu den Helden und auch zu den Göttern, nicht nur ein praktiziertes religiöses Verhältnis zu leben, sondern ein ziviles, ein aktiv herausforderndes, ein ziviles Verhältnis. Und in diesem Sinn hat sich das Wissen angefangen, erstens als Kunst, als Künste zu beschreiben, weil nämlich die Kunst wie die Mathematik immer mit dem, was nicht wirklich rational ist, das heißt mit dem Unbegrenzten, mit dem Unendlichen umgehen kann. Die Künste und die Mathematik können das. Und in diesem Zusammenhang steht auch das Begriffspaar, das Sie sicher schon oft gehört haben, von Ars und Poiesis, ja, und von Techne. Also die Technik hat was mit Fertigen zu tun, aber dieses Fertigen ist ein erfinderisches Anfertigen von Dingen, die im Kern vielleicht schon da sind, aber trotzdem neu erweitert gedacht werden. Für uns ist es heute sehr fremd zu denken, dass man in der Technik kreativ ist. Aber genau dieser Gedanke ist der Hintergrund von dem Interesse, an dem die Vorlesung organisiert ist, mit dem Kanon. Was sich also wirklich dreht, es geht immer darum, etwas zu beschreiben oder etwas zu repräsentieren oder zu artikulieren, im Raum in diesem Fall, bei der Skulptur, und im Fächerkanon der Künste ist es der politische Raum. Das heißt, es geht um eine Art Mimesis, aber diese Mimesis hat nicht wirklich eine Referenz, die statisch wäre, sondern es ist eine Referenz, die sich selber daran ausbildet. Also, dass man etwas exakt beschreiben kann, hat das Ziel, sich selber zu bilden. Nicht so sehr das, was beschrieben wird, absolut richtig zu erfassen. Und das ist eine interessante Dynamik, die im Kern von jedem Begriff des Lehrens und des Lernens steht. Und wenn jetzt der Kanon, also die Quelle von Maßeinheiten, wenn das in der Skulptur liegt, dann ist das Grundverständnis noch
ein rezeptives. Also man versucht, den Menschen zu beschreiben. Wenn aber jetzt die Künste, also das, was quasi nötig ist, um im Kanon, also in der Skulptur, sehr gut arbeiten zu können, also das, was quasi den Code gibt, um die Verhältnisse aufzuschreiben und tradierbar zu machen, wenn das in den Vordergrund rückt, dann verändert sich der Fokuspunkt. Und es ist interessant, dass, das werden wir bei Quatre Mers de Quincy sehen, da geht alles um die Rollen von einem Typus, was ein Typus ist im Vergleich oder in Differenz zu einem Modell, was eine Kopie ist im Vergleich zu einer mimetischen Artikulation in der Architektur. Deswegen gehe ich hier so detailliert drauf ein. Und in der Skulptur, wie eben dann auch in der Abstraktion davon, sind Vorstellungen wie, dass man ein Drittes braucht. Also sobald man in der Skulptur nicht mehr direkt die Figur aus dem Stein herausarbeitet, sondern mit Modellen arbeitet, hat man quasi einen indirekten Weg, wie man dieses Beschreiben, was man versucht, wie man dem Halt geben kann oder wie man das ankert. Das heißt, man macht Formen, die sowas wie negativ sind, zu Formen. Das ist für die platonische Philosophie ein Unding. Ja? Es hat viel damit zu tun, warum Platon gesagt hat, die Künste müssen aus der Stadt raus. Die Künste dürfen keine politische Verantwortung tragen, weil die Form, zum Beispiel in der Skulptur, sowohl positiv wie negativ verwendet wird. Das ist so was, man kann sich am besten vorstellen, warum der Platon so scharf darauf reagiert hat, als eine Art Heretik. Ja? Also das ist etwas, das ist ein Heiligtum, was nicht adäquat behandelt wird, aus seiner Perspektive. Ja? Also die Künste, so wie der sagen, müssen aus der Stadt raus, weil die können keine politische Verantwortung erfüllen, weil die nämlich nur dem Pleasure, also they want to please, die wollen gefallen vor allem. Und eben nicht kritisch denken oder bilden. Das ist ein Punkt, der sich auch durch die Jahrhunderte zieht und immer wieder kommt. Aber es gibt ein ganzes, ich würde sagen, Lexikon oder Vokabular der Grundbegriffe in der Philosophie, also Form, Repräsentation und so weiter, die quasi sich in mittleren, also in sowas wie Vehikel, materialisierte Vehikel, um Inversionen zu denken. So Inversion wie die Gussform und dann die Skulptur, die sich daraus herauslöst, die daraus abfällt, könnte man auch sagen. Ja, eine Abform. Ist auch interessant, dass wir eine Rollenbesetzung dann in den dramatischen Künsten, also im Theater zum Beispiel, als Cast und als Casting beschreiben. Diese Zusammenhänge der Sprache, die sind jetzt nicht exakt, aber die sind auch nicht ganz zufällig. Das heißt, die Künste in der Antike, das waren nicht so sehr das, was wir heute Künste nennen, also nicht die Fine Arts, das waren nicht so sehr Poetik und Painting und Drama, Theater und so weiter, sondern die Künste, das waren alles die exakteren, die technischeren, die exakteren Disziplinen. Sie wurden auch deswegen als Disziplinen verstanden. Das heißt, das waren im Trivium, das ist das Grundlegende, sind das alles Teile, die mit der Sprache zu tun haben. Das ist die Rhetorik, das ist die Grammatik und es ist die Dialektik. Und dann im Trivium, was auf dem Trivium aufbaut, sind es nicht die sprachlichen, sondern die mathematischen Disziplinen. Das heißt, es ist
die Harmonik, also Musik, es ist die Geometrie, die Arithmetik und die Astronomie, Stern, also die Konstellationen. Das hält sich bis in die Neuzeit. Also die Künste in der Antike sind genau diese Verbindung von Mathematik als Technik mit einem Bildungsziel. Und dieses Bildungsziel ist politisch gedacht. Das heißt, das, was Quatremère de Quincy als die mathematische Linie einführt, könnte man sagen, ist vielleicht so etwas wie das Interface zwischen dem Trivium und dem Quadrivium. Ja? Wir werden sehen, wie die Haltung in der Aufklärung, gegen die sich Quatremère de Quincy ein Stück weit abgrenzt, diejenige ist, die sagt, alles, was wir wissen können, muss zuerst durch die Sinne gegangen sein. Das heißt, man lehnt die Spekulation ab. Man lehnt es ab, über diese mathematische Linie hinauszuschauen. Man versucht, alles, was man als Wissen beschreibt, unterhalb zu haben. Das ist eine Haltung, die wir mit Empirismus heute sehr stark in Verbindung bringen. Und Quatremère de Quincy sagt eben, ja, aber für die Architektur kann das nicht gelten. Weil die Architektur muss sinnliche Erlebnisse erzeugen und hat genau darin einen politischen Bildungsauftrag. Das werden wir sehen. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, dass es in der Antike einen Begriff gab für so was wie heute, so was wie ein Artefakt oder ein Artefakt nennen. Und das war Daidalos. Und Daidalos heißt, es ist kunstvoll gearbeitet. Ja, es ist kunstvoll gearbeitet. Und diese Daidalos, das war eigentlich ein Begriff, der für alles, was nicht ganz klar war, ob es eine Skulptur ist, also eine Statue ist, oder ob es ein Instrument ist, ein mechanisches Instrument ist, verwendet. Das heißt, alles, was Daedalus gemacht hat, ja, also zum Beispiel das Labyrinth, um den Minotaurus zu verstecken, oder eine ganze Reihe von Proto-Robotern, könnte man sagen, das heißt automatisierte Figuren, das sind alles Daedalus. Das sind weder Statue, noch sind es nützliche Instrumente. Und wir könnten diese Objekte, diese Artefakte, beschreiben als Objekte, die Schatten werfen. Und das ist so interessant, weil wir uns nämlich heute gewöhnt sind, dass das, was wir ein Objekt nennen, jetzt nicht ein Ding, einfach was sich anfassen lässt, sondern in der Theorie, in der Philosophie, ist ein Objekt immer etwas, was quasi im grellen Licht des Mittags steht. Also wo die Zeit angehalten ist, wo alle Schatten in einer Orthogonalität stehen. Das heißt, die Objekte sind nicht zeitlich. Ja, wenn wir etwas objektiv beschreiben, dann behaupten wir es so herauszustellen, dass die Zeit selber dieses Objekt in dem, was es ist, nicht affiziert. Und das hat damit zu tun, dass man Objekte durch die Geometrie beschreibt. Ja, also durch das Messen. Durch das Messen. Und die Geometrie mit Thales entsteht. Diese bekannte Geschichte, die ich letztes Mal schon kurz angesprochen hatte, der sagt, okay, wie kann ich die Größe von einem Heiligtum einer anderen Kultur messen? Ja, und das ist wiederum so ein Sakrileg, wie wenn Plato es nicht mag, dass in der Mechanik Form sowohl positiv wie negativ verwendet werden kann. Ein Heiligtum ist natürlich die Quelle von Größe in jeder Kultur. Und jetzt kommt so ein Grieche und sagt, ich kann aber auf eine Weise messen, die objektiv ist. Das heißt, nicht griechisch ist, sondern universell ist. Und trotzdem dieser Kultur, die ich damit quasi mir aneigne oder die ich so kodiere, nicht unrecht tut. Also nicht respektlos. Und die Weise, wie er das macht, ist, er sagt, ja, ich kann nicht
genau sagen, wie die Größe ist. Also ich kann nicht genau sagen, so und so viele Meter oder das und das, sondern ich kann eine Weise, wie man messen kann, etablieren, und zwar indem die Höhe der Pyramide proportional gilt zu der Höhe von ihm selber zum gleichen Zeitpunkt am Tag, wenn die Sonne im rechten Winkel steht, weil dann sowohl die Pyramide wie er selber Schatten werfen, die in einem adäquaten Verhältnis zueinander stehen, ohne dass das eine Maß gibt für das andere. Mit dem beschreibt man den Anfang der Geometrie. Objekte nennen wir alles, was so beschrieben wird. Das heißt, die Daidalos sind jetzt Objekte, die auch Schatten werfen, aber nicht im Sonne, nicht im Licht der Sonne, also zur Mittagszeit, wo man die Zeit in der Geometrie anhält, sondern in dem Licht von den ganzen Spektren des Könnens, also kunstvoll gearbeitet. Objekte, die über den mathematischen Horizont, über die Linie hinausgegriffen haben, könnten wir sagen. Platon in seinem Dialog Meno greift diese Tradition auf und beschreibt, warum ihn das beunruhigt. Diese Objekte, die sind in der Antike, ich weiß nicht mehr, wie der griechische Begriff ist, aber er ist übersetzt als Runaway Statues, also als bewegte Statuen, als Statuen, die weglaufen können. Und Platon schreibt, to acquire an untied work of Daedalus is not worth much, like acquiring a runaway slave, for it does not remain, but it is worth much if it is tied down, for his works are very beautiful. What am I thinking of when I say this? True opinions. Ja. So, es geht jetzt darum, dass eine Statue natürlich mit einem Statement, also mit einer Aussage, Platon ist am Diskurs interessiert und er sagt, wie können wir rhetorisch fabrizierte, objektive Aussagen wertschätzen, wenn die quasi kunstvoll gefertigt sind, also wenn die rhetorisch gut gemacht sind, wenn sie so sind wie diese Objekte von Daedalus. Und er sagt, weil wir können, es ist so, er sagt nicht, es gibt die Worte, die so sind und die müssen wir weglassen und nur die ganz reinen Worte finden, sondern er sagt, natürlich, wir lernen daran. Das heißt, wir müssen die wertschätzen, aber wir müssen sie auch qualifizieren. Und das heißt, wir müssen einerseits sagen, es sind Meinungen, also nicht Wahrheiten, sondern Meinungen, aber es sind wahre Meinungen. Ja, so, das ist kompliziert. Wieso ausgerechnet Platon diese beiden Dinge verbinden? Eine wahre Meinung. Ja, also fabrizierte Statements, zum Beispiel der Sophisten. Er fährt fort und sagt, for correct opinion, as long as they remain, are a fine thing, and all they do is good. But they are not willing to remain long, and they escape from a man's mind, so that they are not worth very much, until one ties them down by giving an account of the reason why. After they are tied down, in the first place they become knowledge, and then they remain in place. That is why knowledge is priced higher than correct opinion. And knowledge differs from opinion in being tied down. Ja. Er sagt also, die Rolle, die im Wissen einer Erklärung zukommt, hat was damit zu tun, etwas dingfest zu machen, also anzubinden, festzuhalten, dass es nicht wegrennen kann, an einem Platz zu halten. Ich zeige Ihnen diese Auszüge, weil das Kernproblem von dem ist, was heute oder was immer schon eigentlich Ontologie heißt. Weil Ontologie nämlich sagt, jedes Ding hat seinen Ort und für jedes Ding müssen wir seinen Ort finden. Das ist das gleiche Problem wie in der Enzyklopädie, wenn man die ganzen Begriffe ordnen muss. Das heißt, es steht im Kern davon, was Architektonik ist. Gut, jetzt das war sozusagen die Vorgeschichte mit dem Fächerkanon,
mit den freien Künsten. Und zwar, um eine Differenz aufzuzeigen, die zwischen den Griechen und den Römern sich manifestiert hat. Die Römer, anders als die Griechen, haben die Technik auf eine ganz andere Weise affirmiert. Das heißt, bei den Römern war nicht mehr die Vorstellung, dass es einzelne Schulen gibt, die bestimmte, vor allem Jungs, aus reichen Familien ausbilden, sondern dass es eine allgemeine Bildung geben soll. Also nicht Schulen, sondern es muss eine allgemeine Bildung geben. Und diese Allgemeinbildung, die kann auch Widersprüchliches beinhalten, weil die im Kern das Können ausbilden will. Also nicht eine repräsentative Ordnung klären will, sondern in jedem Einzelnen das Können ausbilden. Das heißt, um das etwas drastisch auf einen Punkt zu bringen, Platon will, dass die Künste keine politische Verantwortung haben. Rom sagt, die Künste sind genau das, was Allgemeinbildung vermitteln kann. Und in diesem Hintergrund hat Vitruv, also der Begriff der Liberal Arts, der Begriff der freien Künste, der ist von den römischen Rhetorikern erfunden worden. Die Griechen haben davon eigentlich so nicht gesprochen. Das war vor allem Varro, das sehen wir gleich. Es waren aber die Rhetoriker, die versucht haben, alles, was man wissen kann, in eine Art System zu bringen. Also in ein Theoriegerüst zu bringen. Das ist ja, was Rhetorik ist. Rhetorik ist ja nicht nur Instruktion, wie Sie jemanden gut überzeugen können, sondern es ist eine Selbstreflexion davon, was es heißt, dass man in der Sprache dermaßen Einfluss nehmen kann. Das heißt, es gibt oder es gab zu der Zeit von Vitruv im ersten Jahrhundert bereits ein Theoriegerüst in der Rhetorik, das nicht eine philosophische Schule war, weil es von der Technik ausgeht. Also nicht, es versucht nicht möglichst wahr zu sein, sondern es versucht das Können zu vermitteln. Und dieses Theoriegerüst, das war das Modell für Vitruv, um eine Architekturtheorie zu erfinden, explizit. Er hat Cicero gelesen, er hat Varro gelesen, er übernimmt die Struktur, wie man das Wissen von so einem Fach organisieren kann, wenn es sich für zivile allgemeine Ausbildung eignen soll. Ich will, das ist wiederum aus dem Buch von Günter Fischer, es ist eine etwas andere Argumentation. Deswegen gehe ich nicht wirklich darauf jetzt ein. Was aber wichtig ist, ist, dass Gadamer de Cassy im 18. Jahrhundert, als er dieses Lexikon, dieses Dictionary für die Architektursprache erfindet, wieder genau das Gleiche macht. Das heißt, er geht zu diesem Theoriegerüst zurück, er nimmt die fünf Officia Oratoris, also die fünf, das ist hier Arbeitsgänge genannt, Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria und Actio. Diese drei nimmt er als Ordnungsprinzip für sein Lexikon. Und der Grund, warum er sagt, die Sprache der Architektur findet keinen Platz in der Enzyklopädie der Aufklärung, also in der wissenschaftlichen Enzyklopädie, weil in der Architektur wir immer rhetorisch die Dinge verstärken oder zurücknehmen oder irgendwie ästhetisch qualifizieren. Diese fünf Stadien, die klassischen, beim Verfertigen einer Rede, das sind einmal die Inventio, und das ist interessant, weil die Erfindung ist ja eigentlich, wenn man jetzt von unserem Verständnis der Kreativität ausdenkt, also ein Schaffen aus einem Nichts, kreieren, ja? Dann ist die Erfindung, die Inventio, eigentlich plus dagegen. Und als Begriff hat die Erfindung selber, zumindest im Deutschen, einen fast schon widersprüchlichen Charakter, weil entweder findet man etwas oder man schafft es neu. Aber wie ein Finden etwas Kreatives sein kann, das ist im Kern von der Rhetorik. Und es heißt, nichts mehr und nichts weniger als das Auffinden von Argumenten. Ja? Also das heißt, die Rhetorik hat was Anarchisches hier.
Wenn wir heute sagen, ja, aber bei einem Argument, was ungewöhnlich ist, das ist aber jetzt weit hergeholt. Ja? So. Mit solchen Distanznahmen operiert die Rhetorik. Es gibt einen ganzen Diskurs darum, wie man quasi kartieren kann, wo man Argumente findet. Und das ist der Diskurs der Topik. In der Architektur ist das sehr, sehr nahe im Verhältnis mit dem, was als Place, ja, als Ort und Genius Loci und so beschrieben ist. Aber darauf können wir jetzt nicht weiter eingehen, leider. Dann der zweite ist die Dispositio. Das ist die Gliederung des Vortrags. Ja? Das ist wie bei Vitruv, ist die Dispositio. Die gliedert sich in Ansicht, Grundriss und Querschnitt. Also Orthographie, Szenographie und Ichnographie. Diese drei zusammen gliedern die Disposition, genauso wie das beim Verfertigen von einer Rede ist. Ja? Also man denkt über eine Rede als Haus nach in der Architektur. Man will einladen, dann will man herumführen, dann will man Dinge herausstellen und dann führt man wieder heraus und wagt einen gemeinsamen Blick zurück oder so, zum Beispiel. Der dritte Punkt ist die Elocutio und das wird oft übersetzt mit dem Einkleiden der Gedanken in Worte. Redeschmuck, Ornament in Bezug zum Satzbau. Das heißt, das Ornament ist in der Rede genauso wichtig wie in der Architektur. Damit geht es nicht darum, die Worte zu verfälschen, sondern in eine Haltung vorzustellen. Das vierte ist die Erinnerung, Memoria. Das heißt, wie eine Rede sich einprägen kann. Da kommen wir in der nächsten Vorlesung zur Enzyklopädie sehr ausführlich darauf zu sprechen, was die Enzyklopädie nämlich mit der Erinnerungskunst, also mit der das ist ein Wort, das man fast nicht aussprechen kann, mit der Erinnerungskunst zusammenhängt. Der fünfte Punkt ist dann der Akt, sozusagen das Theater, die Dramatik, das öffentliche Vortragen, inklusive der gesamten körperlichen, mimischen und gestischen Mittel. In so einer Ordnung hatte jetzt Varro, einer der wichtigsten römischen Rhetoriker, angefangen von neun freien Künsten zu reden. Hatte angefangen von diesen sogenannten Artes Liberales als organisierendes Prinzip im öffentlichen Kreis der Bildung zu sprechen für die Römer. Und er hat gesagt, das ist ein Prinzip, aber eines, was quasi neunfältig ist. Ja? Also die Artes Liberales sind das Prinzip, was ausbildet, was organisiert. Aber es ist nicht eins, sondern es ist ein neunfaches bei ihm. Es ist wiederum die Grammatik, Rhetorik, Logik, was dann später als Trivium separiert wird. Dann Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Harmonik. Was interessant ist, ist, dass bei ihm zu diesen heute üblicherweise sieben freien Künsten noch die Medizin dazukommt und die Architektur. Und beide von diesen Feldern, also die Medizin wie die Architektur, sind, kann man sagen, integrativ. Also sind eigentlich, wenn man sie als Disziplin verstehen will, sind es integrative Disziplinen und beide haben keine absolute Referenz. Ja? Also den gesunden Körper kann man nicht herausstellen. Es gibt ganz viele Weisen davon. Ob die physische Stärke vor allem quasi optimiert werden soll oder ob geistige Stabilität oder ob Alter
Reproduktion, wie auch immer. Ja, da gibt's, es gibt bei der Medizin das Ganze von einem, von dem, was wir Gesundheit nennen, nicht wirklich etwas, was, was dem entsprechen würde. Und ähnlich ist es in der Architektur. Es gibt nicht ein, ja, wie der Sternenhimmel in der Astronomie, eine solche Referenz gibt es nicht in diesen beiden Feldern. Und das ist auch der Grund, warum man dann später diese zwei aus dem Kanon herausgenommen hat, weil nämlich für die bildenden Künste, nicht die bildenden, für die freien Künste, es absolut wichtig ist, dass sie kein bestimmter Zweck verfolgen müssen. Für Varro war das so, er sagte, sie müssen, alle diese Künste müssen sowohl der Architektur und der Medizin dienen, nur sind diese beiden, Architektur und Ziel, nicht bestimmt. Und so konnten die Künste frei sein für ihn, obwohl sie quasi der Architektur und der Medizin zuarbeiten. Und das hat sich später verändert. Aber den Punkt, den ich Ihnen hier mit diesem Slide zeigen wollte, ist noch ein anderer. Und zwar ist das der, dass die Rhetorik ja eine Technik ist, die quasi kategorisch ist zu allen Künsten, weil sie selber eine solche Ordnung denkt. Das heißt, wenn man jetzt sagt, die Freiheit der Künste kommt aus den unterschiedlichen Disziplinen oder aus der Organisation der Disziplinen in ein Ganzes, dann hat man inverse Auffassungen davon, was, wie die Künste quasi Freiheit erzeugen können. Bei beidem bleibt aber, die Artes Liberales sind eigentlich frei von einem Zweck, dem sie zu dienen hätten, und können darüber die Leute, also diejenigen, die sich schulen in den Künsten, können denen eine Art Nobilität verschaffen, die aus einem Können und einem Wissen kommt. Also nicht mehr aus einer Genealogie, also Vererbstruktur. Ja? Das war die große Bewegung im Römischen Reich, dass die Verantwortung, und das aber auch gleichzeitig das, was die Griechen ja auch versucht haben, oder was sie teilen miteinander, dass die Verantwortung für Politik nicht über Clan-Strukturen kommen, sondern aus einem alltäglichen und aus einem gegenwärtigen, objektiven Können. Also nicht vererbt, sondern angeeignet. Und angeeignet. Bekannt geworden ist diese Figur der freien Künste durch einen Text von jemandem, der hieß Marcianus Capella. Der hatte ein Buch geschrieben, was im 5. 6. Jahrhundert, was durch das gesamte Mittelalter eines der bekanntesten Bücher überhaupt war. Und zwar, weil es, oder, nee, das weiß ich nicht, ob man das sagen kann, auf jeden Fall stellt es sich quasi quer zur christlichen Bildungsphilosophie, Theorie, die sich dann herausbilden wird, und gibt eine Allegorie, was die freien Künste sind. Und er sagt, in dem Buch geht es um die Hochzeit, deswegen Allegorie, der Philologie und Merkur. Und jetzt muss man wissen, dass die Philologie quasi die gelehrteste Figur ist, die man sich denken kann. Weil die Philologie sich mit den Wurzeln und den Entwicklungen der Worte beschäftigt und das alles weiß. Bei Merkur muss man wissen, dass der Merkur geflügelte Schuhe trägt. Das war der Gott, bei den Griechen war das Hermes, bei den Römern Merkur, des Handels, der Kommunikation, der Logistik, der fliegen kann. Die beiden sollten also verheiratet werden, und die sieben freien Künste waren jetzt nicht die Trauzeugen, sondern sie waren die Kammerdiener der Philologie. Das heißt, die Philologie, die gebildetste von allen, wird quasi ständig durch die freien Künste gebildet.
Und was der Zweck von dem war, ist zu sagen, wir können damit eine Art Tradition denken, aber eine, die lebendig ist, also die sich erneuern kann. Das ist immer die Idee oder oft die Idee von einer Allegorie. Damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie das geschrieben ist, ja, habe ich Ihnen hier das Zitat aus dem Buch. Es geht darum, dass Merkur, so the story begins. Mercury, after some unsuccessful attempts to secure a suitable wife, consults Apollo, who advises him to marry Philology, an astonishingly erudite young lady. The suggestion meets with the approval of both parties, and Philology, after considerable preparation and instruction, is wafted to the upper heavens, where her marriage is to take place before a senate consisting of gods, demigods, and philosophers. The connection between the setting and the seven liberal arts becomes clear when an elderly but attractive lady named Grammar, one of the seven learned sisters, is introduced to present her discipline first to the assembled wedding guests. The seven sisters, personifications of the seven disciplines, have commonly been referred to as bridesmaids. They are bridesmaids only in the broadest sense of the word, however. Martianus calls them femine dotales. And if we consider his fondness for legal vocabulary, the term should be translated as ladies constituting a dowry. Eine Mitgift. That is what they actually are. Handmaids presented by Mercury to his bride. Ja? Also die freien Künste als Mitgift. Kompliziertes Setup. Und natürlich ist es so, dass er damit satirisch argumentiert. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ja? Also der erste Satz lautet, the story was told to him by satire, during long winter nights by flickering lamplight. Nicht in der klaren Luft der Mittagssonne, sondern im Dunkeln der flickernden Lampe, und von Satire. Satire ist etwas Erdiges. Ja? Also die Satire kann man sich, wenn wir jetzt immer davon gesprochen haben, dass die in der römischen Tradition die freien Künste, zum Teil auch Erhabene, aber zumindest diese Erhöhung, dieses Bilden als ein sich aufrichten, dann ist die Satire die Gegenfigur. Die Satire ist quasi der gemeinsame Grund, der Common Sense. Die Satire ist, wenn wir in unserem Schema bleiben wollen, Pop, Kanon ist das sich aufrichten. Das heißt, es ist die Satire, die ihm diese ganze Geschichte erzählt. Und wenn Sie jetzt bedenken, dass der Kanon natürlich immer bilden soll, auch wenn die Satire ihn organisiert, dann sind wir an einem guten Ort, um genauer zu schauen, was Gadamer de Ganci mit seinem historischen Lexikon will. Die Einleitung, die Samir Yuné geschrieben hat, gliedert sich ins Verhältnis zwischen dem Wahren, dem Fiktiven und dem Reellen. Und wie die Geschichten, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, quasi als Vorbereitung, geht es nicht darum, eines vom anderen klar abzugrenzen, sondern es geht eigentlich darum, wie die drei alle zusammen spielen, in dem, was die Architektur kann. Als Kontext müssen wir uns nochmal die Aufklärung in Erinnerung rufen, weil das ist die Zeit, in der er zweifellos enorm geprägt ist, aber gegen die er sich auch etwas abgrenzt. Die zwei Mottos, die ich hier auf dem Slide habe, das sind sowas wie, man könnte sagen, ja, Schlüsselworte der Aufklärung. Erstens, wir sind skeptisch. What is in the mind must first have passed through the senses. Ja. Also, abstrakte Spekulationen über Mathematik, über Unendlichkeiten können uns nichts beweisen,
sondern wir müssen Stabilität finden in dem, was man erfahren kann, sinnlich erfahren kann. Weil die Wissenschaft soll ja die Dinge beweisen können. Und dieses Beweisen, das ist ein Kernbegriff, der sich auch, der stand schon auf dem Spiel mit den Daidalos, mit diesen komischen Objekten in der Antike, weil es ist ja demonstriert, dass ein Zusammenhang so quasi rational gedacht werden kann. Ja, die Mechanik ist ja immer quasi etwas Wissenschaftliches, was aber nicht unbedingt eine Erklärung kennt. Ja, also die Erklärung, warum ein Mechanismus funktioniert, brauchen wir nicht, um den Mechanismus zu bezeugen, um zu sehen, dass er stimmt, ja, weil er geht. Aber was es bedeutet, bleibt immer ausgeschlossen. Das heißt, es gibt ein Demonstrieren, was anders ist als ein Beweisen, obwohl die Worte ja eigentlich fast das Gleiche heißen. Aber ein Beweisen hat was damit zu tun, was Platon dieses Festbinden von einem Argument gemeint hat. Also eine Erklärung, die gegeben ist für ein Phänomen, was wir begriffen haben. Und was jetzt Diderot zum Beispiel mit der Metaphysik ablehnt, ist, dass die Metaphysik nicht punktuelle Erklärungen gibt, sondern immer sehr große. Das heißt, mit enorm viel Kontingenz, sagt man, das heißt mit es könnte auch anders sein, also Unschärfe zulässt und mit Prinzipien, die enorm voraussetzungsreich sind, arbeitet. Und von dem sagt die Aufklärung, wir haben genug. Ja? In der Metaphysik können wir uns höchstens schulen im Denken, aber so wie man Gymnastik macht, die darf keine Bedeutung haben. Weil in der Metaphysik und mit der Metaphysik können wir wissenschaftlich nichts beweisen. Und in diesem Sinn oder mit dieser Abgrenzung war die gesamte Enzyklopädie, und das hat sie zu so einem bedeutenden Dokument gemacht, die Enzyklopädie war organisiert oder organisiert das Wissen unter dem Gesichtspunkt vom Entendement. Entendement ist das Verstehen, also auch das Begreifen, das begründete Anerkennen. Ja, also Entendement ist die Vernunft, das heißt, der Grund ist klar, er ist präzise, er ist fassbar, er ist nicht spekulativ, sondern er ist empirisch unterlegt, nachgewiesen. Das heißt, alles, was die Menschen wissen können, muss jetzt von dieser Enzyklopädie unter dem Gesichtspunkt des Verständnisses organisiert werden. Und ein Modell für diese Organisation finden die beiden darin, dass sie sagen, der Gesichtspunkt des Verständnisses muss natürlich so organisiert sein, wie unser Kopf, mit dem wir ja denken, organisiert ist. Das heißt, nach den Fakultäten des Kopfes, des Geistes. Und das waren zu jener Zeit allgemein anerkannt: Memoir, also Erinnerung, Vernunft und Imagination. Ja. Und woran sich jetzt Gadamer de Gassi und später auch, also auch Boulez, ja, also woran sich viele, die dann für die Kunst argumentiert haben, gestört haben, ist, dass natürlich dieses Inventio und auch das Kreative keine Repräsentation finden kann in diesem System. Trotzdem, um den Geist ist so, es geht nicht darum, das eine zu diskreditieren und das andere um dem anderen einen Kredit zu geben. Ich versuche das so pointiert wie möglich darzustellen, damit Sie die Profile mitbekommen, damit Sie die Kontraste deutlich spüren. Hier ist eine kurze Sequenz aus einem Artikel, wo die Enzyklopädie in den Originalbeiträgen zu einem großen Teil online gestellt ist. Und er gibt ein bisschen wieder diesen aufklärerischen Geist, in dem sie verfasst ist. Es geht also um einen wissenschaftlichen Geist, der liberal ist, der antiklerikal sein soll,
der davon ausgeht, dass der Mensch ein Naturwesen ist und nicht eine göttliche Kreation ist, und von einem Begriff von Kultur und von Gesellschaft als Produkte eines evolutionären Prozesses, die sich ständig ändern können. Und wiederum, man muss sich, wenn man solche Dinge heute liest, weil das ja dann immer so etwas abgegriffen tönt, vor Augen führen, dass das die Zeit nach den Reformationskriegen ist in Europa. Und in den Reformationskriegen ging es um die Differenzen der vor allem sich herausbildenden protestantischen Konfession gegen die katholische und deren Institutionen. Und jede dritte, also 30% der europäischen Gesellschaft ist gefallen in diesen Kriegen. Das heißt, das war brutal, wie wir es uns fast nicht vorstellen können, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Aus dem heraus kommt diese Distanz, ja, in der Aufklärung. Man will einen Begriff von Wissenschaft haben, für den die aus der Kirche, jetzt im Kirchensinn, kanonischen Fragen, einfach keine Rolle spielen dürfen. Die dürfen keine Rolle spielen. So, und das ist auch der Hintergrund, das ist wieder ähnlich wie beim Capella, wo die Satire ihm die Geschichte erzählt. Die einzelnen Artikel in der Enzyklopädie, die sind voll von Ironie und von schelmischen und Subterfuge, weiß ich nicht genau, wie man das übersetzt, also eigentlich von Rhetorik, ja? Aber nicht in einem affirmativen Sinn. Also die Leute wollen nicht als Rhetoriker wahrgenommen werden, sondern sie setzen Rhetorik ein, um gutes Wissen von weniger gutem Wissen zu unterscheiden. Es ist eine Instrumentalisierung der Rhetorik, die keine explizite Eigenreflexion macht, könnte man sagen. Ich greife jetzt diesen einen Begriff des Typus heraus, um Ihnen zu zeigen, wie Architekturtheorie metaphysisch ist oder immer wieder ist oder daraus viel schöpfen kann. Weil der Typus oder der Begriff des Typs in der Architektur ist dasjenige, womit man Quatremère de Cancy am allermeisten assoziiert. Er hat gesagt, in der Architektur gibt es im Wesentlichen, also kommt das, was ich Ihnen versucht habe, über den Kanon zu beschreiben, also woher kommen die Verhältnismäßigkeiten? Das, sagt Quatremère de Cancy, kommt alles aus den Typen. Die Architektur kennt Typen, und aus diese Typen sind die Quelle für eine sich historisch evolutionär entwickelnde, natürliche Baukultur, Baukunstkultur auch. Also der Typus steht im Zentrum davon. Und es ist ein Begriff, der aus der Bibel kommt. In dem Eintrag in der Enzyklopädie, also jetzt nicht bei Quatremère de Cancy, sondern in der Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert, da wird der Begriff hergeleitet und es steht interessanterweise so geschrieben: In this sense, the word type is normally used in relation to the word antitype, which is the very thing of which another thing is the type, or the figure. Ja. Das heißt, was Sie hier wieder haben, ist eigentlich diese instrumentelle Sprache der Bildhauerei. Ja, also ein Positiv, das Positiv eine Form und das Negativ eine Form. Typus und Antitypus sind genauso wie die Gussform und die Abform von der Form. Oder so. Und die Bibel, in dem diese Begriffe so eingeführt und verwendet sind, kennt ganz unterschiedliche Stellen, wo es eben dann keine Einheit gibt, wie der Typus verstanden werden soll. Ja, aber ein Typus ist sowas wie ein Modell zur Vervielfältigung von etwas, was aber fast ja, eben in so einem skulpturalen Sinn funktionieren kann. Also ein Typus kann quasi nie erschöpft werden, ist eine Quelle von Verhältnismäßigkeit, die zusammenhängt, also die alle Teile von einem Typ ist. Das heißt, ein Typ lässt sich nie ganz begründen, deswegen auch
seine Verankerung in den Heiligen Schriften. Und es hilft aber, einen Zusammenhang, also einen natürlichen Zusammenhang herauszustellen. Dieser Begriff ist super interessant. Ja? Also später in der Romantik wird der Archetyp enorm wichtig werden. Archetyp kommt dann zu Stereotyp. Prototyp ist etwas, was heute ganz, ganz groß ist. Das spielt immer mit so einer Vorstellung von einer Form oder von einem Gemeinsamen, was aber nicht wirklich, wovon es kein Abbild gibt, sondern immer nur für Selbstständigungen. Ja, also eine Form, die quasi aus einer Gussform kommt, die steht ja dann selber da als Form. Also es ist eine Art wie ein, wenn man sagen wollte, dass das natürlich ist, könnte man sagen, der Akt des Gebärens oder Geborenwerdens macht die Natur aus und nicht die Eigenschaften, die die Form charakterisieren. Und Diderot und D'Alembert, vielleicht weiß man es auch gar nicht, wer den Eintrag geschrieben hat, auf jeden Fall argumentiert der Eintrag in der Enzyklopädie zwar von dieser Geschichte der Heiligen Schriften her und will aber natürlich Distanz dazu finden, will aber dennoch daran festhalten, dass types are not simple conformities or analogies established by nature between two things that are different in other ways. Nor are they arbitrary images with no other foundation than a fortuitous similarity of one thing with another. In addition to such similarities, it is necessary. Ich greife den Faden wieder auf. Dieser Begriff des Typus, also der bei Gadamer du Quincy so wichtig ist für die Organisation von seinem Wörterbuch, der Sprache der Architektur, dieser Begriff übernimmt er aus dem Eintrag in der Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert. Und was ich Ihnen zeigen möchte mit diesen Geschichten, die ich jetzt im Vorfeld erzählt habe, ist, dass die Rolle des Typus bei ihm eine sehr ähnliche Rolle spielt, wie der Kanon spielen kann, wenn man den Kanon zusammendenkt mit der Weise, wie er formuliert ist. Also, gehen wir nochmal zur Enzyklopädie zurück. Wir haben gesehen, dass Typus ein Wort ist, was eigentlich aus der Bibel bekannt war, und zwar für ein Verhältnis von etwas Symbolischem und etwas, was dieses Symbolische instanziert. Also ein Abstraktionsunterschied dazwischen, wo jede Instanz das, was der Typus eigentlich bezeichnet, zum Ausdruck bringt, ohne ihn je erschöpfend repräsentieren zu können. Im Eintrag von Diderot und D'Alembert steht also geschrieben zum Typus: Types are not simple conformities or analogies established by nature between two things that are different in other ways. Nor are they arbitrary images with no other foundation than a fortuitous similarity of one thing with another. In addition to such similarities, ja, also eine Ähnlichkeit genügt nicht, um ein Verhältnis zwischen Typus und Instanz darzustellen. In addition to such similarities, it is necessary for God to have had the particular intention to make a type, and he must have expressly stated that the analogy is a type, ja, or the authority of Jesus Christ or the apostles or a constant tradition must have decided that such and such a thing is a type in relation to such and such another thing. Es ist also nicht so, dass jede Analogie als Typusinstanz gelesen werden kann, sondern nur, wenn eine transzendente Absicht dahinter steht. Die Befürchtung, und deswegen hält auch der Eintrag an diesem Aspekt fest, obwohl er ja versucht, den Begriff des Typus herauszulösen aus der Tradition der Theologie. Aber es ist dennoch wichtig, weil otherwise, so geht der Text weiter, if each individual were free to see types where he pleased and where he judged them appropriate, scripture would become a book where one could find anything one wanted. Ja? Es geht also nicht darum, die Theologie quasi zu säkularisieren, sondern es geht darum,
genau über den Begriff des Typus einen Bereich des Säkularen zu finden, der demjenigen der Theologie nicht widersprechen muss und der auch nicht konkurriert damit. Deswegen ist nicht jede Analogie als Verhältnis ein Typ, sondern es braucht eine Tradition, die das bestärkt, oder eine Art von Autorität, die nicht einfach so geclaimt werden kann. Und warum ist das so ein wichtiger Aspekt? Und das ist, weil er gleichzeitig auch der problematische Aspekt ist. Also in der theologischen Tradition gibt es nämlich Interpretationsstreite um den Typus. Und das hat damit zu tun, dass im Alten Testament der Begriff in einem prophetischen Sinn verwendet wird. Das heißt, mit dem Verhältnis, was man ein typisches nennt, können Dinge vorhergesagt werden, die sich dann erfüllen sollen. Es greift also in die Zukunft, es greift der Zukunft voraus, sozusagen. Im Neuen Testament ist das anders. Da ermöglicht der Begriff des Typus eine Analyse, also ein Zurückschauen, ein vom Ende der Zeit her schauen, vielleicht. Ja, ich will mich da nicht auf Glatteis bewegen, obwohl man das natürlich unweigerlich tut, aber dieser Unterschied zwischen dem Neuen und dem Alten Testament, also prophetisch oder Erlösung, Erlösungskonzepte, das spiegelt sich eigentlich in der Rolle, in dem Stellenwert, den dieses spezifische Verhältnis des Typus besetzt. Und das gibt natürlich einen riesen Interpretationsspielraum, wie denn dieser Begriff jetzt in der Übersetzung, die Gadremer de Quincy macht, als Ordnungsprinzip, Typus als Ordnungsprinzip anzuwenden, wie man das jetzt interpretieren soll, quasi in welcher Tradition das stehen soll. Das ist aber zweifellos auch der Grund oder ein Aspekt der Gründe, warum der Typus als Begriff in der Architekturtheorie zu der Zeit enorm populär geworden ist. Später haben vor allem auch aus den technischen Fächern verschiedene Leute mit dem Begriff des Typus eigentlich fast wie als ein Schema gearbeitet. Bei Gadremer de Quincy ist es aber wichtig zu sagen, dass dieser Begriff in seinem Wörterbuch nicht, wie er in der Enzyklopädie verstanden wird, in Bezug zu Entendement oder zu Verständnis begriffen wird, sondern in Bezug zur Rhetorik. Das heißt, der Begriff des Typus muss das Verhältnis zwischen Erfindung, Disposition und Stil und Artikulation beschreiben. Das heißt, er ist herausgelöst aus der Vorstellung, dass die Worte die wahre Bedeutung ausdrücken können. Wir sind in der Rhetorik, wo eigentlich es immer auch um die Erfindung geht. Und dort kann jetzt Gadremer de Quincy mit dem Begriff, mit einer Theorie des Typus, aufbauend auf die Enzyklopädie, die Architektur als ein autonomes Wissensgebiet claimen. Er kann sagen, jene Begriffe sind für die Sprache der Architektur wichtig, die über ein Verhältnis, was typisch genannt werden kann, begriffen wird. Das heißt, er versucht eigentlich eine neue Tradition oder er versucht die Tradition der Architektur abzulösen und eigenständig zu machen. Und das macht er, indem er sämtliche Begriffe, die er über solche Verhältnisse des Typischen begreift, ordnet, so wie die Rhetorik ihre Reden ordnet. Also unter den Aspekten der Inventio, der Dispositio, der Elocutio, der Actio und der Memoria. Das hatten wir im ersten Teil der Vorlesung erörtert. Der Hintergrund noch einmal zusammengefasst, bevor wir jetzt auf einzelne Schlüsselworte und Schlüsselbegriffe aus dem einleitenden Text zu dem Diktionär von Gadremer de Quincy eingehen. Der Hintergrund ist der, dass sich mit
zu der Zeit damals, die Tradition der Liberal Arts, die eigentlich in der Vergangenheit immer als eine Art Organisationsprinzip, fast wie die Mathematik, funktioniert haben, plötzlich anders begriffen wird. Und zwar in einer Zweiteilung, die nicht mehr so intim zusammenspielt, wie das das Trivium und das Quadrivium gemacht haben. Sondern jetzt gibt es eine Zweiteilung, die trennt die schönen Künste von den mechanischen Künsten. Und der Hauptunterschied, der damit etabliert wird, ist, dass man behauptet, in den mechanischen Künsten gibt es nichts, ja, ist eigentlich fast paradox, gibt es nichts Erfinderisches, was in einem Sinn erfinderisch wäre, der auch intellektuell, eine Art intellektuelle Mimesis bedeutet, sondern nur, man hat in der Natur etwas verstanden und kann das jetzt vervielfältigen. Das heißt, in den mechanischen Künsten arbeitet man mit Kopien, also mit exakten, schematischen Duplikaten, während in den schönen Künsten es immer um eine Art von Teilhabe geht an einer Vorstellung, die man versucht zu imitieren, ohne sie je erschöpfend greifen zu können. Und diese Zweiteilung, die ist der Hintergrund für Quatremers Vorstellung, dass man für die Architektur ein eigenes, ein autonomes Gegenstandsgebiet finden muss, weil er nämlich für die Architektur die doppelte Tradition claimen will. Wie das durch die ganze Geschichte war. Wir haben am Anfang bei Vitruv mit den Schemen zwischen Baukunst und dem Handwerk schon eine ähnliche Konstellation gesehen. Also in der Architektur ist immer Kunst, aber auch Handwerk und Technik aufs Intimste zusammenspielend. Gut, dann schauen wir uns jetzt im letzten Teil der Vorlesung einige Schlüsselfiguren aus dem Text auf, die ich herausgegriffen habe. Wir beginnen mit jener des Typs, von dem geschrieben steht, the idea behind the individual appearance of a building is a platonic form pregnant with infinite potentialities from which many dissimilar buildings may derive. So formuliert Junet das Interesse von Quatremer de Quincy. Er fährt fort. This, Quatremer de Quincy distinguished from the model as a specific object that can be copied identically. Ja? Also ein spezifisches Objekt, das exakt oder identisch kopiert werden könnte, das ist die Weise, wie man in den mechanischen Künsten arbeitet, aber nicht in den schönen Künsten. Er fährt fort, the higher form of the type allows the understanding of essences in architecture, the realm of the true, while the form of the model becomes a means for individuating particular buildings, the realm of the real. Ja? Also dadurch, dass er sagt, in der Architektur gibt es eine Mischung zwischen diesen Kopien, die identisch sind und die mechanisch gefertigt werden, und einer Art geistigen Schau, einer intellektuellen Mimesis, die sehr wohl etwas Wahres greifen kann, aber halt nie rein herausstellen kann. Sondern das Wahre ist quasi immer mit dem Reellen gemischt in der Architektur. Deswegen schlägt Samir Junet für den Titel seines einleitenden Textes auch dieses Dreispiel vor, wo das Reelle mit dem Fiktiven und mit dem Wahren zusammenspielt. Das heißt, ein Typus wird bei Quatremer de Quincy eigentlich zu so etwas wie einem Symbol im Fiktiven. Ja? Aber Symbol dennoch, denn da ist Wahrheit drin, aber sie ist vorgestellt. Das heißt, sie ist im rhetorischen Raum, im säkularen Raum. Womit er sich damit vor allem versucht, etwas Distanz zu gewinnen, ist die Architektur der Revolutionszeit, die sehr mächtig war. Die sogenannte Architektur parlante, also die sprechende Architektur von Boulez und anderen, die ja auch an dieser Rolle von Architektur als Kunst interessiert waren. Was aber dort die Idee ist, ist, dass die Architektur selber direkt spricht. Ja, also dass die Architektur selber eine Wahrheit aus dem Reellen ausdrücken kann. Junet beschreibt Quatremers Verhältnis dazu wie folgt. Within
the architecture of Parlante, the notion of character implied that the image of a building bore an intimate association between the mind, the sensations, and the social mores. Hence the importance of convenience of, or propriety as a social contract between architectural character and the meanings attributed to it by society. An architecture parlante became an architecture solely accessible through a provided narrative. Ja. Also er sagt, quasi das geht nicht weit genug, weil es den Wahrheitsbezug ganz entkoppelt. Also die sozialen Gewohnheiten und die Narrative, die quasi die sozialen Gewohnheiten fassen, ausdrücken, vermittelbar machen, die würden dann die vollständige Bedeutung der Architektur geben. Ja. Und wieso lehnt er das ab? Er lehnt es ab, weil damit die Architektur keine Autonomie hätte. Damit würde die Architektur quasi zum technischen Vehikel von Sozialtheorien oder von Moralvorstellungen oder von Stilkonventionen, also von lauter Aspekten, die in der Architektur immer zusammenspielen, die aber, so zumindest Gatomère de Quincy, natürlich die Architektur nicht vollständig bestimmen können, sondern daran will er festhalten, es gibt eine eigene Bedeutung, die genuin architektonisch ist. Und in der fließen alle diese Dinge zusammen, aber die Summe von diesen Dingen erfasst trotzdem nicht das Ganze, was die Architektur auszudrücken vermag. Das hat damit zu tun, dass er den Begriff der Form in der Tradition der Metaphysik denkt. Ja. Es geht so, ja, dieser Bezug ist jetzt, das wird jetzt sehr kurz gefasst, aber was daran das Wesentliche ist, dass man in der Metaphysik, ohne erklären zu können, wie genau, daran festhält, zumindest in der platonischen Tradition, dass es Dinge gibt, die gesehen werden können, also die geschaut werden können in der Theorie oder auch sinnlich und gleichzeitig gedacht werden können. Das ist quasi eine Klasse von Dingen. Dann gibt es aber Dinge, die können gesehen werden, die nehmen wir wahr, aber wir können sie nicht denken. Ja? Also wir haben nicht wirklich einen Begriff davon. Wir nehmen sie als vollkommen selbstevident oder natürlich. Das heißt, wir haben kein kritisches, kein distanziertes Verhältnis dazu. Sie gelten uns als unmittelbare Wahrheit. Und dann gibt es drittens auch Dinge, die gedacht werden können, die wir uns aber nicht vorstellen können. Ja? So, more importantly, there are things that are thought but not seen. Und diese letzte Kategorie sozusagen, diese letzte Klasse der Dinge, das ist der Bezug zu den Formen in der platonischen Metaphysik. Diese Tradition, die er claimt, dass die Architektur sehr wohl zwar technische Kopien, Duplikate, schematische Vervielfältigungen anfertigt, dass sie aber gleichzeitig auch an den schönen Künsten beteiligt ist, das hängt ganz direkt mit dieser Tradition zusammen. Also dieser Bereich von Dingen, den wir sehr wohl denken können, aber wir können sie uns nicht wirklich vorstellen, das ist sozusagen die Quelle, aus der man schöpft, wenn man künstlerisch versucht, etwas zum Ausdruck zu bringen, etwas begreifbar zu machen, was noch nicht wirklich in einem allgemeinen Sinn begreifbar ist oder reell ist, geteilt werden kann. Und dieses Verhältnis zu den Formen in dem Sinn ist es jetzt, was den Unterschied beibehält, wo eben nicht jede Analogie als ein Typus beschrieben werden kann, sondern nur, und das ist die Kernidee bei Quatremer, nur jene Analogieverhältnisse können als Typus gefasst werden, in denen auch eine bestimmte Abstraktion am Spielen ist. Und diese Abstraktion, die eröffnet quasi den Raum des Fiktiven, der die Wahrheit mit der Realität überbrücken kann, der sie sich annähern lässt, ohne das eine dem anderen wirklich quasi überzuordnen oder daraus her abzuleiten.
Er schreibt, the imitating artist distills nature into a system, hence the notion of the ideal. Two other models combined to make architecture an art of imitation. Also nicht nur das Akzeptieren, dass es eine Idealisierung braucht, also dass wenn man als Künstler imitiert, dass man dann notwendigerweise ein Ideal sich ausdenkt oder ein Ideal versucht zu fassen, sondern in der Architektur zwei andere Modelle, die beide zusammenspielen. Und zwar einmal die analogical imitation of the human body. Das ist die ganze Tradition mit den Proportionen, mit dem Kanon, mit den Verhältnismäßigkeiten. Das heißt mit einem Maß, was immanent aus der Sache selbst herausgewonnen wird. Das ist das eine. Und das andere dann die abstrakte Imitation der Natur. Und die abstrakte Imitation der Natur, das ist wichtig, weil damit geht es nicht mehr darum, quasi diesen menschlichen Körper oder das, was ihm gemäß wäre, in einer möglichst perfekten, realistischen Weise zu bauen, sondern es eröffnet sich ein ganzer Spielraum, wie man verhältnismäßig zu menschlichen Proportionen, aber dennoch herausfordernd, dennoch gestalterisch, ja? Also mit gestalterischer, mit künstlerischer Freiheit damit umgegangen werden kann. Also die Imitation des menschlichen Körpers, Tradition des Kanons und der Proportionen und andererseits eine Imitation der Natur, die aber nicht darauf abzielt, quasi möglichst eine exakte Kopie davon fertigen zu können. Aus diesem Verhältnis ergeben sich die nächsten drei Stichworte, und zwar jetzt Fiktion, Ursprung und Analogie. Junet sagt, und das war damals zur Zeit von Guattemer de Quincy die Auffassung, Architecture, as distinguished from other arts, has no direct model in nature that can be concretely considered an origin. Ja, also es wäre, das kann man so verstehen, dass es ja gewissermaßen augenfällig wäre, für die Skulptur, für die Plastik, den menschlichen Körper oder den tierischen Körper oder wie auch immer, als Anfang, als Ursprung zu sehen. Für andere Künste auch. Musik, was man in der Renaissance und in der Antike die Sphärenharmonie, also eine Harmonie, die direkt aus den Konstellationen der Sterne, des Himmels quasi abgeglichen wird oder kommt. Oder andere Modelle, aber für die Architektur wird hier behauptet, gibt es so ein direktes Modell nicht. Das heißt, es gibt kein erstes Haus in der Architektur. Kein natürliches Haus oder sowas. Und das ist natürlich jetzt interessant, weil das ja die gleiche Zeit ist, wo die Theorien der Urhütte wieder Aufschwung gewinnt. Vitruv hatte schon ein Kapitel, wo er quasi versucht zu zeigen, wie sich aus natürlicher Entwicklung heraus die Tradition des Bauens ergeben hat, als Schutz gegen das Wetter, gegen das Klima, als Raum der Ruhe und so weiter. Und diese Theorien damals, also zur Zeit jetzt von Guattemer de Quincy, der Aufklärung, die liest Guattemer de Quincy als Typus. Also er sagt, Laugiers Urhütte ist ein Typus. Er eröffnet eine Fiktion und über diese Fiktion lässt sich zwar ein Anfang denken der Architektur, aber kein Ursprung. Also damit bricht er mit der Metaphysik oder mit der Tradition, die eine direkte Wahrheit claimen würde und sagt, wir können quasi nur so tun, als ob es einen solchen Anfang gibt. Und das müssen wir erzählerisch tun, in der Fiktion. Und aus diesem Verhältnis ergibt sich dann auch das Typische, was eigentlich als Analogie gelten muss. Also nicht nur Analogien, die als typisch gelten können, sondern es ist auch so, dass jeder Typus als Analogie gelesen werden muss. Es geht dabei um einen Gestaltungsraum. Der nächste Begriff, die Repräsentation. Ja, also etwas
was präsent war, wiederholen und wieder präsent machen. Das Zitat dazu, das ich ausgewählt habe, heißt: The imitative image does not reproduce the reality of an idea or an object, but one of its many possible appearances. Thus, between the idea and the image lies the same distance as between what we termed the true and the real. Ja? Denken Sie wieder an dieses Verhältnis vom Typus. Was die Architektur verkörpert, was sie baut, was sie ist, ist gleichzeitig wahr von Wahrheit und von Realität, aber in einer gefertigten, in einer architektonisch bedeutsamen Weise. Also nicht entweder oder, sondern beides zusammen, ohne dass der Unterschied zwischen beiden vermischt wird. Es ist also nicht so, dass alles, was real ist, wahr sein soll oder nur, was das Wahre ist, wirklich real ist und unsere Sinne uns da enttäuschen zum Beispiel. Ist eben nicht so. Und das heißt aber, dass ein Bild, was quasi ein imitatives Bild ist, das können wir nicht so verstehen, dass es eine gegebene Realität reproduziert oder dass es eine Idee reproduziert oder eben dann repräsentiert oder ein Objekt, sondern es gestaltet Erscheinungen davon aus. Ja. So. Es kleidet eine Erscheinung davon aus. Und warum ist das so? Das ist so, weil wenn wir jetzt sagen wollten, wenn schon die Fiktion eine Rolle spielt und mitredet im Verhältnis zwischen Wahrheit und Realität, also die Erfindung, die Fiktion, das Geschichtenerzählen, dann könnte man doch den Unterschied zwischen einer Imitation und einer Kopie, also einer Nachahmung, die eine intellektuelle ist, die eine kreative ist, quasi eine, die Seele berührt, die nicht mechanisch ausgeführt werden kann, dann könnte man doch diesen Unterschied aufgeben. Aber dazu beschreibt Junet sehr treffend: The collapse of the distinction between the imitation and the copy, which in turn caused the collapse of that fortunate distance between a general model or the type held as the true and the work of art, which provided at once unity in the universal applications of the model and variety in the manifold expressions made possible by this very distance. Ja? Also wiederum der Unterschied zwischen Typus und Instanz. Die Instanz repräsentiert nicht wirklich den Typus, sie instanziert ihn. Das heißt, sie ist von Wahrheit, aber sie ist auch realisiert, gefertigt. Also sie ist gleichzeitig weniger, aber dennoch im Kern schon auch richtig. Und dieser Unterschied, der würde kollabieren, wenn man den Unterschied zwischen einer Imitation und einer Kopie auflösen würde. Wenn man sagen würde, Vervielfältigung ist immer quasi mit Kopien beschäftigt, dann würde es keine Varietät geben. Ja? Es würde nur unterschiedliche Varianten geben, aber nicht eine wirkliche Varietät. Ja. Und das wiederum ist wichtig für den nächsten Begriff, jene des Charakters. Ja. Wir haben gesehen, dass für die Tradition der sprechenden Architektur, der Revolutionsarchitektur von Boulez, Architecture parlante, es so ist, dass die Architektur selber die Bräuche und die Sinnlichkeit, also die Rezeptivität der Menschen, all das ausdrückt in einem unmittelbaren Sinn. Für Gatomer de Cassis ist das nicht so, sondern es ist das, was er den Charakter von Architektur nennt. Er schreibt: Architectural character and language represents a culture's character, influenced as it is by geographic, climatic, historical, ethical and aesthetic qualities. Zweitens, second, by drawing from and returning meaning back to nature and society, architectural character and language commonly shares their adoption of nature and society as paradigms against which to measure form and meaning. In this sense, architectural character returns the gaze of society to its mores. Über diesen Begriff jetzt ist es nicht so, dass die Architektur quasi
direkt ausdrückt, also expressiv ist, direkt spricht und ausdrückt, was die volle Realität der sozialen oder die volle Wahrheit der sozialen Realität ist, sondern sie gewinnt eine Art Spiegelfunktion. Das heißt, die Gesellschaften können sich selber im Spiegel, in ihrer Architektur, wie in einem Spiegel anschauen. Und sich selber in einem Spiegel anschauen, das ist der Link zu der ersten Geschichte mit dem Kanon. Was es heißt, wenn man von sich selber Abbilder fertigen kann, dann ist es nicht nur so, dass man quasi versucht, sich so wie man ist zu vervielfältigen, sondern man bildet sich dann selber aus. Das ist also eine bildende Rolle, die der Architektur hier zukommt. Ganz ähnlich wie das beim Vitruv auch schon war, mit seiner Idee der Enzyklopädie, Architektur als Enzyklopädie. Damit diese Spiegelfunktion aber gelingen kann, ist es für diese Sprache der Architektur wichtig, dass die unterschiedlichen schönen Künste auch unterschiedliche Künste bleiben. Es wäre also extrem kontraproduktiv, wenn man die zusammenfassen würde als die schönen Künste an sich. Junet beschreibt diesen Gedankengang wie folgt: Each of the fine arts finds in the perception of its own means a corrective for the pretended imperfections of its nature, a compensation for what is necessarily fictitious and a substitute for what is incomplete. But it must be confessed that genius alone can discover that substitute and sentiment alone can enjoy it. Mediocrity finds it a shorter way to plunder what it cannot acquire, and ignorance more easy to give itself up to the reality of gross and sensual emotions. Das ist wieder dieser Aspekt der Bildung. Ja? Also es geht auch bei dem Expressiven, bei der Ausdruckskraft von Kunst, nicht nur darum, möglichst direkt, intensiv, anschaulich, evident zu sein, sondern eine Bildung des Geschmacks ist immer auch etwas Abstraktes, was in einer Verantwortung für die Gesellschaft steht. Und damit dieses Spiel nicht quasi sich nicht austrocknet oder sich nicht auf eine, heute nennen wir das in Bezug zur Globalisierung, oft so eine Homogenisierung, also eine Gleichschaltung verkommt, ist es eben wichtig, dass jede einzelne der Künste das, was sie besonders gut kann, immer wieder auf die Spitze treibt und es wird der Rolle der Architektur zukommen, diese Spitzen quasi zu integrieren in dieser Polymath, in diesem Sinn des Universalgelehrten, weil eben die Architektur nicht primär oder nicht nur Kunst ist, sondern immer auch Technik, Handwerk, Technik, Mechanik ist. Genau darin aber schätzt sie über alles, dass es eine künstlerische Freiheit gibt. Und mit dieser künstlerischen Freiheit erfindet sich und entwickelt sich die Architektur, ohne sie selber für sich in der gleichen Weise, wie das eine der schönen Künste tun würde, claimt. Das kristallisiert in der Vorstellung, dass die schönen Künste frei sein müssen, so wie die Liberal Arts gewesen sind, aber jetzt in einem anderen Sinn. Zwar immer noch, dass die Künste keinen Endzweck haben dürfen. Nein, umgekehrt. Die Freiheit, das ist der komplizierte Gedankengang. Die Freiheit in der Kunst, die kommt nur von den Endzwecken der Kunst selbst. Die kommt nie von den Mitteln, von den Kunstfertig, von den Werkzeugen, von den Techniken. Ja, also ist nicht so, dagegen grenzt sich diese Tradition schon damals ab. Es ist nicht so, dass Techniken die Künste befreien könnten, sondern im Gegenteil, die Freiheit der Kunst muss die Technik zähmen. Freedom is in art's ends and less so in its means, which have to conform to these ends.
far from rules being injurious to invention, it must be said that invention does not exist outside of rules. Ja, also das Fazit von diesem Gedankengang ist, dass die Erfindung nicht das Gegenteil ist, also erfinden oder kreativ sein in dem Sinn ist nicht dann möglich, wenn es keine Regeln gibt. Also nicht in einem Nebenbereich der Regeln, sondern umgekehrt, es sind genau die Regeln, die diese Freiheit schaffen. Ja. Und das hat damit zu tun, dass man diese Regeln ständig wieder durch diese mathematische Linie, ja, also durch das über den Horizont greifen von dem, was wir noch nicht wirklich begreifen können, anreichert oder ja, anders fasst. Ja, nicht über den, es geht eben nicht darum, sie entweder anzunehmen oder abzulehnen, sondern ein bisschen anders zu formulieren. Ja, so wie wenn man, im Gesetz Sätze, die als Gesetz gelten, zu Artikeln ausartikuliert. Zum Beispiel. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Analogie ist. Aber es geht nicht darum, es abzulehnen oder nicht, sondern es geht ums, um eine Freiheit, die man sich nimmt im Artikulieren davon. Und dieser Umgang, der eben die künstlerische Freiheit schätzt, das nennt Gautama de Gassi das Erfinden, die Invention, das ist auch das, was im Kern der rhetorischen Tradition steht, die er wieder affirmiert. Und er sagt, das Erfinden ist was anderes, als was die Naturwissenschaften tun. Die finden in der Natur. Die finden dasjenige, was bereits existiert. Das heißt, die erfinden nicht, sondern die decken auf, die stellen frei, die begreifen, was schon da ist. Aber sie erfinden nicht. Denn only that can be invented, which does not exist. Also, was die Wissenschaften tun, ist Discovery. Die finden. Und was die Künste tun, mit diesem komplizierten Verhältnis der abstrakten Mimesis, das ist ein Erfinden. Im Sinn von diesem Erfinden gewinnt auch das Symbol eigentlich einen Stellenwert, der fast schon gleich ist wie jener des Typus. Ja, also Typus hat damit zu tun, Symbole handhabbar zu machen. Und ein Symbol ist mehr als ein Zeichen. Ein Symbol ist, so wie das Samiryuni beschreibt, eine Art Zeichen, die aber für nichts Konkretes steht, sondern für eine ästhetische Aktivität des Geistes. Ja, also der Geist, der nicht nur, Sie haben gesehen, wenn Sie sich erinnern, in dem Schema der Enzyklopädie, da gibt es die drei Fakultäten. Es gibt die Vernunft, dann gibt es die Erinnerung und dann gibt es die Imagination. Aber dass der Geist selber quasi ein Gefühl hat, eine Intuition hat, eine Geistesintuition, eine ästhetische Aktivität, das hat keinen Platz in der Ordnung der Fakultäten, die dort vorgeschlagen sind. Und Gautama de Gassi geht es um nicht mehr als darum, eine solche ästhetische Aktivität des Geistes zumindest für die Architektur zu claimen. Und mit diesem Bezug jetzt können wir auch besser verstehen, warum es so wichtig ist, von einer Sprache der Architektur zu reden. Weil die Worte, die dann die Architektur beschreiben, diese ästhetische Aktivität ansprechen. Ja? Also die Worte sind nicht einfach leblose Behälter für etwas, was im Abstrakten einen Bezug herstellen soll, sondern Worte werden lebendig. Die Weise, wie wir über etwas sprechen, macht die Sache zu dem, was sie dann für uns ist mit diesen Worten. Samiryuni schreibt, if the subject of being is thinking, and if the object of thinking is the meaning of being, then the word claims a high place in the pursuit of truth. Das ist jetzt vermutlich der philosophischste Satz in der ganzen heutigen Vorlesung.
Lassen Sie uns den als Abschluss etwas anschauen. Es geht also mit der Sprache der Architektur einerseits darum, einen Raum zu claimen, wo das Reelle mit dem Wahren durch das Fiktive verbunden ist. Aber diese Verbindung dient dennoch dem Verfolgen einer Wahrheit, the pursuit of a truth. Und genau weil das so ist, spielen die Worte eine so wichtige Rolle, weil die Worte quasi unseren Geist ansprechen, so dass er rezeptiv wird für die Wahrheit, die wir eigentlich versuchen, in der Architektur zu sehen, zu benennen, zu beschreiben, zu kommunizieren und damit zu denken. Das heißt, Wahrheit stellen wir wieder in Bezug zum Sein, das ist das Philosophische an diesem Satz. Und das Spiel ist jetzt so, dass Quatremer de Quincy davon ausgeht, dass das Sein selber ein Gegenstandsgebiet hat. Und er sagt, dass es gibt ein Sein des Denkens. Also das Denken selber ist. Ja? Also das Denken selber ist, und zwar indem es sich selbst als Objekt nimmt. Und die Weise, wie es das tut, also denken Sie wieder, das ist, scheint eine zirkuläre Aussage zu sein, aber denken Sie wieder an dieses Verhältnis des Typus. Denken Sie wieder an dieses Verhältnis des Typus. Eine Instanz vom Typus setzt sich quasi in Bezug zu dem Symbol des Typus und reflektiert sich daran und kann sich daran bilden. Das ist dieses Denken, um das es ihm geht mit der Sprache der Architektur. Also, dass die Architektur eine eigene Sprache hat, ist deswegen nötig, damit die Architektur eine autonome Bedeutung haben kann, die von keinem anderen Fach quasi verwaltet werden kann, sondern die nur in der Architektur und als Architektur verwaltet werden kann. Das gibt eine andere Perspektive jetzt auf einen Satz bei Vitruv, den auch Samir Yuneh zitiert und der vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder zitiert worden ist und so als linguistisches Verhältnis, Zeichenverhältnis gelesen wurde. Ja, also the relationship between Vitruvius, ratiocinazione or theoretical knowledge and fabrica or practice can be understood respectively as the true naming the real as the made. Und das ist wieder dieses komplizierte Verhältnis. Also die Worte spielen schon eine vermittelnde Rolle, aber eine vermittelnde Rolle, so wie das die Formen in der Skulptur, also eine, die produktiv ist, eine, die materialisiert, eine, die nicht nur quasi einen Kurzschluss oder einen Sprung ermöglicht, sondern die wirklich verkörpert, die wirklich substanziell herausgestaltet, wie das Verhältnis zwischen dem Reellen und dem Wahren ist. Und zwar indem, dass die Worte fähig sind zu sagen, wie das Reelle denn gemacht ist. Also das Reelle ist fabriziert, ist gemacht, es ist konstruiert, aber darin äußert sich dennoch etwas Wahres. Und wenn die Worte gut gewählt sind, dann sind sie mit dem Wahren in so enger Verbindung, also in typischer, analogischer Verbindung, dass sie zeigen können, wie denn das Reelle gemacht ist. Wenn man daran nicht festhalten würde, und damit endet auch der Text von Yuneh, und das ist der Grund, warum ich diesen spezifischen Beitrag zur Architekturtheorie für heute ausgewählt habe, dann ergibt sich eine Übermacht dessen, was die zu jener Zeit die mechanischen Künste genannt haben, die Technologie. Yuneh schreibt, to restrict the true to the factual causes the true to collapse into the real, displacing art in its essential nature. Also die Kunst hat dann nur noch mit Kopien und Vervielfältigungen und Identischem zu tun und hat nicht mehr diese seelische, diese sensible, diese intuitiv sensible Auseinandersetzung mit Vorstellungen, mit Denken, mit Ideen, wie das die Mimesis, die intellektuelle Mimesis leisten soll.
sondern das Wahre kollabiert und geht völlig im Reellen auf. Whatever the true is not, whenever the true is not confined to the real and whenever meaning is at once transcendent and immanent, also transzendent und gleichzeitig immanent, as in the recovery of the symbolic function, then the technological order's hegemony has collapsed and our ability to keep a critical distance from its empire is retrieved. Ja. Es geht also darum, das Wahre nicht mit dem Reellen zusammenfallen zu lassen, weil nur so eine kritische Distanz aufrecht gehalten werden kann, um einem technologischen Hegemonie, sagt er, einer technologischen Ordnung, also eine, in dem Verständnis, wie die das meinen, hier eine seelenlosen Ordnung, quasi eine Vormacht über unsere Realität zu geben. Das ist ein Gefühl oder eine Vorstellung, die heute sehr, sehr oft verbreitet ist, dass wir denken, die Technik beginnt uns zu kontrollieren. Die dient uns nicht mehr, sondern die kontrolliert uns. Ja, und die Wichtigkeit von diesem Diskurs heute, die Aktualität davon, besteht darin, dass das nicht wirklich die Technik ist, die das tut, sondern die Rolle, die wir der Technik zuschreiben. Das heißt sozusagen, dass die Verstumpfung dieser intellektuellen Intuition oder dieser Vorstellungskraft, die mit einem ästhetischen Gefühl, mit einem Feingefühl operiert, sich bildet, sich entwickelt. Und das ist der Hintergrund, in dem oder mit dem wir heute diese Tradition des Kanons und insbesondere des Kanons der freien Künste vielleicht wieder neu begegnen können. Und zwar auf eine Weise, die genauso wie Quatremer de Quincy, der wollte die mechanischen Künste, die enormen, faszinierenden Fortschritte in den Naturwissenschaften und in den technischen Fächern, der hat die geliebt, der wollte die nicht konkurrieren oder eine Art Übermacht beanspruchen. Es ging nicht um ein Entweder-Oder, für oder gegen, sondern in welcher Sprache können wir das quasi domestizieren, diese Kraft, die die Technik bringt. Das würde heißen für die Sprache, jetzt nicht mehr so bei Quatremer de Quincy hatten wir gesehen, es wird der Begriff des Typus, der zentral steht. Und der Typus ist sehr kompliziert und voraussetzungsreich, ein bisschen anders als das der Begriff des Kanons ist. Die Vorstellung ist, dass wir einen Begriff des Kanons finden könnten, der das Gleiche kann wie der Typus, nur noch mehr. Und das ist jetzt so etwas wie eine Art Motto, das kann ich Ihnen nicht definieren, was das genau ist. Aber was wären denn Worte oder wie würden wir von Architektur und in Architektur sprechen können, wenn wir davon ausgehen würden, dass die Worte eine Art Skulpturreferenz haben. Also dass wir mit den Worten Skulpturen schaffen. Also nicht Repräsentationen, nicht die Dinge richtig benennen, nicht deren geschichtlichen Genealogien beschreiben, also woher kommen sie, was war am Ursprung von einer Bedeutung, sondern bildhauerisch mit der Materie von einem Wortschatz umgehen lernen. Und das würde dann heißen, dass wir, vor allem jetzt speziell in der Architekturtheorie, nicht mehr primär innerhalb von, wie auch immer man das fassen mag, was der gegenwärtige Diskurs sein soll. Ja? Und der gegenwärtige Diskurs, ich sage das so relativistisch, weil, wenn Sie sich eines der ersten Slides erinnern, wo es darum ging, was steht auf dem Spiel, wenn man versucht zu sagen, was ist eigentlich Architektur? Ist Baukunst? Ist Architektur vor allem Baukunst? Ist Architektur vor allem Bauen? Kann Bauen auch Kunst sein? Und wo bleibt dann die Architektur? Oder wird sie dann zum Engineering? Alle diese Verschiebungen sind enorm voraussetzungsreich und decken sich nicht. Ja? Also das heißt, jede von diesen Haltungen würde sagen, der Diskurs ist dieser oder der Diskurs ist dieser. Das heißt, wenn man quasi die Worte in einem referenziellen Sinn begreift, der nicht kreativ ist, dann ist man immer innerhalb von einem Diskurs. Aber damit ist man sehr speziell in einem sehr kleinen Kreis davon, was eigentlich die Materie der Sache, in diesem Fall der Architektur, ist. Und innerhalb von einem Diskurs kann man dann die Dynamiken lenken und spüren
und beeinflussen, herausfordern, aber man ist im Innen. Und viel von unserem Diskurs heute ist so. Deswegen haben wir diese ganzen Ismen. Wir haben den Postmodernismus, wir haben den Strukturalismus, wir haben den Modernismus, wir haben alle möglichen Diskurse, die alle als Ismen bezeichnet werden, genau weil sie solche geistigen Heimaten beschreiben, die aber in Wahrheit immer wie weniger und wie weniger und wie weniger zu sagen haben über die Entwicklungen, die ja tatsächlich passieren. Das heißt, wie können wir dazu ein Außen finden? Deswegen diese Faszination an Kanon und der Skulptur, weil der Bildhauer in einem interessanten Außenverhältnis mit dem umgeht, mit der Materie umgeht, die er bearbeitet. Das wäre dann also nicht mehr die Dynamik im Innen des Diskurses, sondern so etwas wie eine bewegte Statik von Artikulationen, die aber nur als bewegte Statik erscheint, so wie die Contrapposto und dann die Ausdruckskraft eines prekären, eines fragilen Gleichgewichts, wenn man von außen drauf schaut. Das möchte ich Ihnen als Idee weitergeben, das werden wir nicht irgendwie klären oder formalisieren, aber vielleicht dient es Ihnen als Anregung. In der nächsten Woche geht es jetzt um diese Tradition, um diese Linie, wo Architektur als eine Enzyklios Paideia begriffen wird. Seit Vitruv, aber durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder. Aber der Begriff der Enzyklopädie verändert sich durch diese Zeit. Und das steht im Zentrum nächste Woche als Text. Dabei dient uns das erste Kapitel in Roberto Bottazzis Buch The Digital Beyond the Computer. Ja. Was ich versuche Ihnen zu zeigen, ist, dass dieses Interesse am Kanon und der Skulptur in Bezug zu den Worten enorm viel mit Code zu tun hat, mit dem, was wir das Digitale nennen, mit einem Unterschied zwischen dem analogen Rechnen und dem digitalen Rechnen, wenn es denn überhaupt so einen Unterschied geben sollte. Aber das schauen wir uns nächste Woche an. Alles Gute und bis bald.